Okay, dann versuche ich das diesmal ein bisschen geschickter anzustellen. Vor allem, wo die hinschießen, ne? Alarm! Es ist blöd, weil die Leute da einfach alle stehen, ne? Quickscope. Was hat der da fallen lassen? War das eine Granate? Ich weiß es nicht. Such weiter! Rück zu seiner Position vor! Halt dein Maul! Sei mal nicht so frech! So, wenn wir die hier lautlos ausschalten. Ist alles gut, da hinten leuchtet irgendwas so ganz auffällig. Da will ich jetzt mal hingucken. Ja. Mama, kein Stress, Digga. Digga, Nigga. Mama, kein Stress. Ah, guck mal an. So, zack, zack. Das ist aber auch überall nur eine Zündkerze drin ist. Das ist schon irgendwie etwas merkwürdig, aber okay. Was ist eigentlich hier dieser Alarm? Was ist eigentlich hier dieser Kreis hier? Was bringt der hier? Was bringt der hier irgendwas? Ich meine, hier ist ja so ein Kreis, ne? So ein Bereich, sage ich mal. Aber ich glaube, der bringt nicht so viel. Ey. Die nehmen wir natürlich mal mit. Nein. Dann will ich die Waffe hier behalten, auch wenn es so eine Einschusswaffe ist. Und hier haben wir wieder so eine Bombe. Naja, sollen wir haben. So, wieder hoch in die Windmühle. Okay, wie? Ich bin jetzt irgendwo runtergefallen, weil ich einfach keine Ahnung mehr hatte, wo ich gerade hinlaufe. Aber wie haben die uns jetzt gesehen? Verstehe ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt entdeckt wurde. Ein Fernglas ist ein wertvolles Instrument. Ja, das ist mir schon klar. Bis jetzt habe ich noch kein Fernglas gesehen. Ich habe hier nur die Sniper.
So, neues Einsatzziel. Beschaffe Zündkerzen. Haben wir ja geschafft. Ja, ich verstehe jetzt nicht, wie ich jetzt entdeckt wurde. Das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Ich meine, ich war da in der Windmühle und da habe ich bloß irgendwie dieses Symbol gesehen, dass wir entdeckt werden und dann schreien die auf einmal schon alle los. Vor allem, wie die dann halt auch einfach instant wissen, wo wir sind, ne? Also oben in der Windmühle ist einer drin. Okay. Gut, den hätte ich jetzt auch im Nahkampf ausschalten können. Aber nicht runter. Pass auf, sobald er hier reinkommt, kriegt er eine Ladung Blei in die Fresse. Oder sobald er an der Tür vorbeiläuft. So, jetzt haben wir allerdings nicht mehr viel Munition für unsere Sniper hier. Aber wir haben schon mal gut ein paar Leute weggenatzt. Ist schon mal gar nicht so schlecht. So, Aussichtspunkt. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Gut, so wie es aussieht, ist hier keiner mehr. Ich verstehe nicht, warum ich den Typen dann vorhin nicht gesehen habe. Kann ich hier einfach runterklettern? Okay. Also der Typ, wo oben in der Windmühle war, ich habe den ja irgendwie nicht gesehen. Der hat Alarm ausgelöst, aber ich habe den nicht gesehen. Ja, das war so ein Flammenwerfer-Typ. Der ist auch immun gegen Granaten und alles. Der ist auch immun gegen Headshots übrigens. Das nenne ich doch mal einen erstklassigen Abgang. So. Da haben wir ein Pferd. Nee. So. Und jetzt? Noch jemand? Fragen? Anträge? Nein? Gott. Dann können wir ja weitersuchen nach unserer letzten Zündkerze. Erstmal hier durchs Wasser. Komm hoch. Da war einfach mal so ein Flammenwerfer-Typ gestanden. Damit habe ich jetzt ja überhaupt nicht gerechnet. Ja, die Typen, die halten schon echt krass aus, ne? So. Jetzt wollte ich sagen, hier kniet so einer, aber es ist nur ein Sack. Wo ist denn jetzt da? Hä?
Das Ding verarscht mich. Fullscreen-Map kann ich nicht machen. Was markiert der mir denn da? Der markiert mir da auch immer mehr. Also der markiert mir hier diese Kreise, aber die letzten Teile haben wir noch nicht in diesen Kreisen gefunden, oder? Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall ist hier ein Panzer. Und auf jeden Fall ist hier ausgeschlachteter Motor gesichtet. Und da haben wir die letzte Zündkerze. Oder die vorletzte. Motorteil beschafft. Das heißt, wir müssen nur noch einmal kämpfen. Was wir nicht Stealth machen können, denn die Waffe ist leer. Ich gehe trotzdem mal in die Windmühle, vielleicht kriegen wir ja irgendwie. Das Ding, ich... Das, muss das wohl hier gewesen sein. Da ist ein Panzer. Da ist noch ein Panzer. Dann müssen ja hier irgendwo auch wieder die Motoren rumhängen. Da, siehst du mal. Da haben wir es. Ausgezeichnet. Und da hinten haben wir auch ein Pferd. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Da haben wir auch ein Pferd. Und es ist eine der seltenen Male, dass ich hier reite. So, haben wir hier unseren Reitersäbel. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen natürlich zurück. Okay. Dann mal los, Epona. Voll cool. So, dann reiten wir hier einfach mal querfeld ein. Kommen wir über den Zaun. Die Hüpf. Komm schon, das Pferd ist doch auch gerade über den Zaun gesprungen. Ja, siehst du, es kann nur über den Zaun springen. Okay, ich gehe mal zurück auf den Weg, weil das bringt ja so nicht viel. Jetzt springst du da drüber, willst mich doch verarschen. So, Pferdchen, bist schön brav. Und steig in den Panzer. Oh, 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 ne, 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 muss ich irgendwas drücken. Ich hab keine Ahnung. Jo, warum ruckelt denn das so? Bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine.
komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf! Bess! Ja, ja, du Zigeuner. So, jetzt Vollgas. Ja, ja. Da kommt der kleine Zigeuner einfach zurück, nachdem wir die ganze Arbeit erledigt haben, wa? So, jetzt kommen wir mit dem Panzer. Und es ist Tag geworden, also wir waren hier Tagesanbruch. So, wir hätten eigentlich die Gelegenheit nutzen. Und die ganzen Geschütze zerstören sollen, aber na ja, scheiß drauf. Weg mit der Geschützbesatzung! Scheiße, er ging daneben. Die sind Geschichte! Nein! Das ist für Bridget! So. Ja, ja, ihr könnt ja gerne auf den Panzer rumschießen. Das macht dem Panzer ja überhaupt nichts. Oh, ich tue euch mal ganz kurz erschießen. Und bam! So, da haben wir den ersten Panzer außer Gefecht. So, du bist ruhig. Wird gern ein bisschen hupen, aber geht leider nicht. Zumindest weiß ich nicht wie. Ich drücke mal H. Ne, passiert nichts. Oh, das war nur ein Waggon. Ja genau, ich sitze in dem Panzer und ich gebe einfach auf, so weißt du. Ich habe mir all nichts zu melden. Hast du schon? Okay gut, dann machen wir mal kurz eine Reparatur. Mit Vögelgezwitscher. Jetzt hör doch mal auf meinen Panzer zu schießen, dankeschön. So, ganz kurz den Krieg pausieren, ne? Wir müssen hier mal ganz kurz Reparaturen machen. So, jetzt aber. Ist unsere Bessie wieder einsatzbereit. Ah, da hat es gerade noch mal Bums gemacht. Ah, das war noch hier. War noch ein paar Reste vom Panzer. Ah, die Brücke hier. Naja, jetzt haben sie Grund zu renovieren. Guten Tag. Hätte mich fast erschreckt. Oh, oh, oh.
Ja, Doppelbeschuss, Alter. Verarschen. So, kurz Reparatur wieder. Finde ich eigentlich ganz gut so gelöst mit der Reparatur. In Battlefield 3 und 4, da haben sich ja die Panzer immer von alleine repariert. So, wir fahren hier mal ein bisschen die Telefonleitung um. Na? So. Kann die Telekom hier mal neue Leitung ausbauen? So, ich weiß, wir sind hier im Ersten Weltkrieg. Aber ein bisschen, ein paar Scherze darf man ja machen. So, okay, gut, ich höre schon auf. Wir spielen wieder anständig. Warngleise! Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen zu der Hauptstraße direkt dahinter.